für Joanna Bodak da noch zwei Gymnastinnen ausstehen. Beide kommen aus Spanien. Es beginnt mit Monica Fernandez, die gestern sicher nicht ihren besten Tag hatte, im Mehrkampf nur Zwölfte wurde. Immerhin war sie Sechste der Weltmeisterschaften im Mehrkampf und viermal im Finale. 17 Jahre aus Alicante, Monica Fernandez. Das hat sie sicherlich im Training auch noch nicht gemacht. Ja. Die Aufregung. Ja, sie scheint also wirklich im Moment nicht in bester Form zu sein. Das deutete sich gestern schon an. So, da haben wir wieder die Höchstschwierigkeit. Insgesamt müssen vier Höchstschwierigkeiten Minimum in so einer Übung sein. Gleichgewichtselement muss auch mindestens einmal mit einer Höchstschwierigkeit präsentiert werden. Da haben wir wieder das Rollen, das auch gefordert ist. Man kann es auch auf der Kreisbahn machen. Hier war es als Bumerang. Monica Fernandez aus Spanien, deren großes Ziel natürlich die Olympischen Spiele in Barcelona sind, das ist klar. Man hat lange Jahre in Spanien darauf hingearbeitet, auch mit Hilfe bulgarischer Trainerin. Hier der Fehler nochmal in der Zeitlupe. Ja, eigentlich unnötig. Also das macht sie normalerweise im Schlaf. Tja. Das ist dann konzentriert.